Also wir machen hier den Polizeiparcours und da wird gerade hinterhalb hergerichtet, man sieht das schon. Und es haben sich sogar ein paar Fans angekündigt. Da werden wir jetzt mal in die Runde schauen, wie das geht. Hey, großartig! Ja gut, da machen wir noch was zum Unterwerden. Wir versuchen jetzt einfach so schnell wie möglich die Füße zu bewegen. Inside lane, missing exits, clue to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switching the manual. Don't you wanna feel right? Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Erster Wolflip ganz alleine, ohne Sicherung. Ja, danke. War echt ein super Erlebnis. Das Interview. Das Interview? Möchtest du zu Hause was sagen? Wie was sagen? Für zu Hause, ja. Für zu Hause? Fürs Fernsehen. Fürs Fernsehen. Ja, wir machen da gerade. Aber ein bisschen leiser, dass man nicht die Hand erschien. Okay. Wir machen da gerade den Polizeiparcours. Da tun wir sie aufwärmen mit ein paar so Übungen. Oh, es geht schon los, es geht schon los, es geht schon los, es geht schon los. Wow, das läuft, das läuft. Du machst das hier nicht zum ersten Mal, oder? Nein. Sondern? Hin und wieder im Training. Hin und wieder im Training. Und was trainierst du da so? Eigentlich bei... Ein bisschen Parkour, aber mehr Turnen. Okay, cool. Danke. Bitte. Hallo, du bist jetzt auch schon das zweite Mal dabei. Warum das? Weil ich Sport mag und auf der Insel gibt es eh so wenig Sport, finde ich. Na, das stimmt. Was glaubst du, ist der Grund eigentlich, dass sich bei uns nie jemand verletzt beim Parkour? Weil es super Typen gibt, die auf die aufpassen. Okay, das ist süß. Und die machen super Hilfestellung und das alles. Oh, danke. Ich glaube, es macht das Aufwärmen auch ein großer. Ist das ein großer Grund dafür, dass alle Leute so fit sind und sich nicht verknöcheln oder so? Ja, natürlich, Aufwärmen ist immer wichtig. Und auch dann zum Schluss Cooldown. Natürlich auch wichtig, dass man am nächsten Tag keinen Muskelkater hat. Oh, perfekt. Man sieht ja, du hast ja Ahnung von Sport. Was machst du für einen Sport so zu Hause? Ich gehe gerne ins Fitnessstudio und sonst entweder an oder anfahren. Oh, perfekt. Danke dir. Gerne. Ah, es geht schon. Hey, Max. Hey, Andi.
Wie geht's dir? Super geht's mir. So zum dritten Mal, glaube ich, Parkour-Training oder ist das das zweite Mal? Zweites Mal. Das zweite Mal, wie gefällt's dir? Was gefällt dir dabei am besten? Du. Oh, Max. Du meinst, weil ich da Sicherheitsinstructor genau, bin und weil das alles safe ich fühl abläuft. Dann, ich fühl mich da safe, da kann nichts passieren, wenn ihr da seid. Okay, alles klar. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier im Freerunning- und Parkour-Kurs. Ja. Oh. Stimmt. Was gefällt dir so gut, dass du immer wieder kommst? Der Salto. Okay. Die Wände hoch. Ja. Und die Workouts. Was glaubst du ist der Grund, dass bei uns nie Unfälle passieren? Weil wir uns gut aufwärmen. Okay. Und? Weil zwei starke Männer beiseite sind. Oh. Okay, danke schön. Wir haben einen begeisterten Freerunning- und Parkour-Mittrainer. Leider ist es so, dass der junge Herr verletzt ist. Ist die Verletzung beim Parkour- und Freerunning-Training passiert? Nein, ist sie nicht. Erst nach dem Training ist sie leider passiert. Deshalb finde ich es echt schade, dass ich nicht mehr mittrainieren kann. Mhm. Warum glaubst du, passieren gerade beim Training von Andreas Kahner und Sebastian Enk so wenig Unfälle? Weil es recht gut aufgebaut ist und weil es auch darauf achten, dass die dementsprechenden Sicherheitsvorkehrungen einfach getroffen wurden. Okay. Glaubst du, dass das Aufwärmen auch eine große Rolle spielt vielleicht? Ja, da ich selber einen Sport mache, weiß ich, wie wichtig das Aufwärmen ist. Und deshalb glaube ich, dass das ein entscheidender Faktor dabei ist. Danke! Und nun die Fans!